Und weiter geht's, ja. Mein Fehler. Ne, Stromausfall war es nicht. Die Karte war voll, SD-Karte. Ich hatte die Filme von vor 2 Wochen nicht gelöscht. Aber davon lassen wir uns ja nicht aufhalten. Guido, komm! Meine Güte! Du hättest vielleicht doch beim Rentnerweg bleiben sollen. Ah, da ist er ja, der Parallelweg. Kannst du wieder. Die Gedanken sind frei. Alle Vögel sind schon da. Alle Vögel sind schon da. Mensch. Ja, Gesangskarriere werde ich wohl nicht mehr starten können. Obwohl, da gab es auch hier diesen, wie hieß denn der? Diesen Gottlieb Wendehals, der ist auch sehr spät ist angefangen, oder? Ja, auch schon ein bisschen. Was? Toller hier am Himmel. Ja. Ein bisschen grün vorhanden. Ja. Aber wir sind ziemlich tief hier, nur dass hier am Berg ist. Ja, das ist wohl so. Ja, da hinten ist er. Hier, halt mal fest, ich muss mal was trinken hier. So einen kleinen. Ich muss mal eine Pulle nehmen hier. Der Alkohol geht zur Neige. Das hast du gestern Alkohol gehabt. Gestern habe ich keinen Alkohol gehabt. Siehste. Aber vorgestern. Eine halbe Flasche Wein. Ja. Müssen gleich rechts. Wie rechts? Hier. Hier, der Fünfer ist das hier. Wir sind wieder auf dem Fünfer. Ja, ich sehe ihn. Gerade so am äußersten Waldrand lang, damit wir nicht noch in den Feldern sind, ne? Sondern noch im Wald. Ja, nee, war okay. Das ist okay. War auch nur 500 Meter Straße vor der Tour. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Ja, die scheint durch, die Sonne. Ich bin schon froh sein, dass es nicht regnet. Ah, er sieht uns aber noch hier. Guido, hier hin! Naja. Mann, der Mann ist 65 Jahre. Meinst du, er wird sich noch mal ändern? Ich weiß, da oben da immer zurück. Warum? Ja, der will sein Gerät auch benutzen. Ach so. Er will sich gar nicht leiten. Ach so, das kann natürlich sein. Wie ich selber so. Das kann natürlich sein.
kaputt. Da können wir mal eine reparieren. Ja, das stimmt. Der ist kurz vorm. Komplett im Kipp. Ja, komm. Schieb ihn mal an. Alter, was ist hier los? Guck dir das mal an. Das sind mal die am Rande, ne? Da hast du wieder an deinem Tour. Dein Sitz, dein Hochsitz. Oh, was ist da denn? Was ist da denn? Hier ist was. Hier ist was. Landes-, Landkreisgrenze Hameln für Mont-Schaumburg. Stuttgart ist hier mal die Gemeindegrenze. Rode, nicht Raden. Roden heißt das. Jetzt werde ich mich auch mal körperlich betätigen hier. Und hinterher, ne? Wie heißt das nochmal hier, diesen Lamp, nicht? Lump, ne, wie heißt das? Keine Ahnung. Wo du da so... Scheiße, weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, ja. Ach Gott. Das muss das Alter sein. Bitte habt ein bisschen Nachsicht. Ja. Dass wir, vielleicht kann uns da irgendeiner das mal in den Kommentaren reinschreiben, wie das heißt, wenn du so unter so einer Latte, der Stange herläuft, unter so eine Stange tanzen muss. Mit, oder ja, irgendwie den Rücken nach hinten. Aber, aber wahrscheinlich hätte ich mich eh nur auf den Arsch gesetzt, aber in der Höhe sowieso nicht. Ja, Gottchen. Oh, da ist was abgegrenzt. Ich habe den Guido gefragt, der hat immer solche unnützen Sachen, die weiß er immer. Das
Da bin ich sehr von begeistert. Da bin ich sehr von begeistert. Guck dir mal an, was das hier wieder für eine Matsche gewesen wäre. Das ist ein Wasserschutzgebiet. Ende. Ja, siehst du. Ein ruhiger Wanderpunkt. Ja, schon fast Halbzeit. Ja, 7 haben wir. Ja, ja gut, die Dinge haben eben. Ja, die Dinge. Wir haben an der Burg haben wir eben viel. Ja, gut. Das heißt, umgelaufen, ja, weiß ich nicht. Kommen wir auf 15. 15 kommen wir bestimmt, Leute. Ja. Treppen hoch, Treppen runter. Ja, alles gut. Alles top für den Sand. Ja, das stimmt. Bringt man schon wieder aufgeschlossen oder haben wir den noch weiter verloren? Haben wir den noch weiter verloren? Seht ihr ihn? Ich kann ihn nicht sehen. Wir lassen ihn einfach hier. Ich kann ein bisschen üben. Das Gute ist dann, wenn wir dann gleich ein Käffchen trinken und ein Stück Kuchen essen und dann fertig sind, dann wird er vielleicht auch mal eintrudeln. Können wir dann gleich los. Das hast du mir 30 Euro gegeben. Hast du überhaupt noch Geld für einen Kaffee dabei? 35 habe ich gegeben. Achso. Ach, 35. Gut, wann hast du hier ausgegeben? Hey. So, was war das für den Kaffee? Sind das jetzt die Zinsen oder was? Für 2 Tage. Mensch, hast du noch mehr für den Whisky bezahlt und noch mal was oben drauf gelegt? Alter. Ach, ich wollte gestern noch Bescheid sagen. Im E-Center hatten sie die auch wieder runtergesetzt gehabt. Ja. Porter, E-Center, für 9,99 €. Da ist ja auch mehr. Wurde alles aufgekauft. Ja, gut. War natürlich schon ziemlich spät, ne? Ich hätte sogar noch mehr. Ich wollte eigentlich eine ganze Kiste haben, aber ja, hab dann auch nicht mehr gefragt. Weil das ist ja nicht schlecht, weißt du selber. Nein. Das kann ja. Und irgendwann habe ich auch wieder Geburtstag, weißt du? Also muss ich eh was haben. Ein bisschen. Bis dahin gibt es aber noch ein paar Angebote. Ja, mit Sicherheit. Aber weißt du, was du hast, hast du. 10 ist natürlich eine magische Hürde. Ne? Ja. Wenn sie erstmal Angebote machen, 11 Euro ist vorbei. Ne? Aber ich weiß noch, von wann denn? Dann geht es auf die 5. Ich hatte eine Feier gehabt, da haben die für 8 Euro, weiß ich nicht, 22 oder so, da hatte ich ja gleich zwei Kisten gekauft. Ich denke, aber das, obwohl das ja auch nur, keine Ahnung. Also eigentlich blödsinnig, ne? 12 Euro. Ja, man ist halt Schnäppchenjäger. Weiß ich auch nicht. Ist halt so. Immerhin eine Flasche rausgeholt. Und ein Eis.
Da sind sie wieder. Da liegen die Bäume wieder. Na, der Sturm hat mich echt gemütet. Ja. Da kannst du ein paar schöne Schränke rausbauen. Falsch? Fast noch, ein bisschen parallel, eigentlich mehr links, aber ich denke mal der GPS wieder. Ja, kann sein. Nee, da vorne ist ein Weg. Der kommt jetzt wieder hier drauf. Hallo. Von dir. Ja. Hier läuft was wieder zusammen. Aber der wäre von da oben gekommen. Die ganzen Bäume natürlich absäbeln müssen, hast du natürlich hier viel mehr Verkehr. Also dementsprechend sieht das auch aus. Ja, finde ich auch nicht so gut. Nee, das stimmt. Ja, eine Stadt laufen ist aber auch Mist. Ja. Was ist hier denn? Ja, mal gucken. Ist hier das Knusperhäuschen? Ja. Hier wird nicht geknuspert. Das ist nur ein Holzlager oder was? Ne, das ist eine kleine Hütte. Ist. Hier ist ein Blatt. Wird hier gesägt oder so? Weiß ich nicht. Kann sein, hier kannst du auch herlaufen. Hier kannst du herlaufen. Ein Weg. Hier wird eher Holz gehackt oder so. Hier aus dem. Da sind wir wieder auf dem blauen Weg? Ja.
Das war ja auch nicht nett von dir, dass du da Tristan da mit Sandalen hast wandern lassen. Ich wusste doch, dass er in den Berge fahren. Ein hartes Training auf Kerben machen können. Das stimmt. Auf glühenden Kohlen. Der hätte er machen können, ne? Jetzt auch hier haben wir hier was abgebaut. Ja. Ein Steinbruch oder was ist das? Sieht so ein bisschen da aus. Ja. Keine Ahnung. Ich habe auch keinen Regenschirm mit. Echt nicht? Ja, habe ich im Auto natürlich. Oder was meinst du denn, wo ich den hier haben sollte? Aha. Na, genau. Bleibst du links. Schon klar. Links? Ja, die wollten bald gucken. Das sah wieder so aus, dass dann wieder so eine Wand ist. Ja. Ne, zeig nach rechts. Die ist 5, zeig nach rechts. Ja. Ich dachte, hier ist. Oh, die ist. Ja. Das stimmt. Ja, ein Stückchen. Das kommt doch schon zwei Punkte. Okay. Na denn, haben wir ja wieder was zum Fotografieren. Jo. Ja. Wir lieben doch die Herausforderung. So. Hast du? Ach eben, da war ein Ass. Aber ein Ass, das war nicht mal ein Ass, das war ein Ass. Ja, meine, hat doch keiner gesagt, dass du gleich deine Augen da aufspießen sollst. Mensch, oh, das sieht nach Zivilisation aus. Da wollen wir doch gar nicht hin.
lass uns wieder zurück. Was haben wir denn hier? Da ist eine Eule. Eine Eule auf dem grünen Schild. Ja. Hier, Café Rodeneck. Weinchen-Grodendal. Und Waldbad Roden. Das zum Thema Raden. Raden. Rentnerweg. Ja, Aschenburg. Ja. Da müssen wir hin. Guido ja eine Abkürzung selber genommen. Bestimmt, ganz bestimmt hat er das. Du weißt das nicht, der bringt man mal 2 Stunden im Wiehengebirge verlaufen hat, ne? Mein Problem. Du hast die Verantwortung, du bist hier der Stubenältester. Der kommt vielleicht hier oben um die Ecke. Meinst du? Ja, hat er letztes Mal auch gehabt. Aber der meint so. Ja, sonst reichlich wenig, wenn er weiß, wo das Auto ist, aber er nicht weiß, wie er da hinkommt. Da ist da oben ein Tisch, eine Brücke, eine Bank, eine Brücke, eine Bank. Ja, dann machen wir das dann mal. Sollen wir mal gucken, ob wir gehen in sich. Gegenüber. So. Hier ist ja die Grenze. Ach komm, gib mal raus. Warte, ach, Kollege. Ja, komm da. Mach Kamera auf Guido. Ach, jetzt soll ich jetzt hier noch raus? Ja, aber du nehmen wir mal runter. Mal ganz und. Weißt du, dass das schwer nach unten geht? Ja, ja. Schneegrund. Was ist das? Schneegrund. Ja. Ja, könnt ihr euch angucken, wie er dann langsam spazieren geht. Unser Pflegepark. Thank you.
Zwei Bringwasser sind wir auch schon da. Ah, ein bisschen Zuckerwasser. Zuckerwasser. Zucker. Zucker ist gut. Vielleicht klappt es dann, wird es ein bisschen schneller, wenn du mehr Energie hast. Ja. Ja, gut, ich meine. 65 hätte ich eigentlich ganz gut. Ja. Deswegen sind wir jetzt auf dem Rennen, habe ich. Ja, der war mal. Jetzt sind wir wieder. Ja. Er hatte schon gesagt, lass uns weiter, lass uns weiter. Aha. Und Gimbal sagte, nein. Einmal gerade richtig Angst. Die Hose rutscht. Ja, dann liegt das. Ja, 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 ja. Der hat an den Hosen abgenommen, am Bauch, an den Beinen oder zwischen der Arschbacken. Hat jetzt keiner gehört, ne? Ja, Gott. Ja, Pascheburg, hier ist der Weg, hier geht der Weg hoch. 2,7 Kilometer. Hier hoch, Guido. Weiß ich nicht. Er sagt, er geht eine Abkürzung oder so. Jetzt singt er. Ja, bück dich, alter Mann. Kommt euch vor, ich habe eine Brille auf. Das peitscht nicht so in meinen Augen. Ist nicht schlecht. Jo. So, jetzt können wir Treppen steigen. Ja. Treppen steigen. Was
geht mit Sicherheit ganz hoch. Die Abstieg ist wunderschön. Okay. Nichts Besonderes. Oh, hier. Was ist das? Die Treppen. Ja. Ja, jetzt geht's nach links. Ja, nee, hoch. Ja, hoch und durch. Ja. Ja, das ganze Guido gleich einen Schneeball auf den Kopf werfen. Guido, wo kein Schnee ist, kann gelaufen werden. Das hat jetzt aber lange gedauert. Alter, wie habe ich denn jetzt Schnee hier reingekriegt? Aber auf so gefrorenen Boden gehen ist auch nicht einfach, ne? Nee, weiß ich grad nicht. Aber besser nicht. Ja. Ja, keine Ahnung, wird wohl passen. Geradeaus oder hier hoch? Ein toller Weg ist hier aber auch nicht. Da. Hä? Da oben ist die Festung. Naja, wir sind weg. Ja, dann geht's hier weiter. Das ist auch cool hier. Willst du mal spazieren gehen oder was? Ja, ich würde die Hände noch in die Tasche stecken. Kleiner Wandersmann. Oh, oh, oh.
Hier könnte es glatt werden. Ich bin der Herrscher dieser Welt. Aber gut, die Mauern, gucken wir da mal. Ja, ein bisschen. Hau rein, Alter! Warte auf uns, wir kommen gleich wieder. Was denn? Hier ist nichts, oder? Rutscht da nicht noch runter. Rutscht da nicht noch runter. Ja, keine Ahnung. Ja, mäßig.
Ja, super. Auch eine Festung, deren Mauern nicht hielt. Auch eine Festung, deren Mauern nicht hielten. Ja. Na super. Ist doch schön, dass sie ein paar Steinhäufchen aufgebaut haben. Tja. Na denn.